Andy, der Umzug war nicht leicht für dich. Es sollte ein Neuanfang werden, weißt du noch? Du hast gesagt, du wirst zumindest versuchen, neue Freunde zu finden. Buddy kann sich mit all unseren Kesslen Smart Home Produkten verbinden und diese steuern. Darf ich vorstellen, dein neuer bester Freund. Mom, ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du mir unbedingt glauben musst. Chucky hat etwas Schlimmes getan. Andy, wenn du etwas weißt, dann sag's mir, bitte. Irgendwas stimmt nicht mit Chucky. Buddy kann sich mit all unseren Kesslen Smart Home Produkten verbinden. Chucky ist nur ein Spielzeug. Er könnte überall sein. Willkommen bei Kesslen Car. Wir müssen ihn aufhalten. Chucky! Gute Nacht, Andy. Ja, ihr habt richtig gesehen, das war Chucky. Und ihr habt recht, Chucky sieht nicht nur anders aus, Chucky hört sich auch anders an. Und ob das Ganze funktioniert, Sinn ergibt und auch wirklich gut ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ja, es ist wahr, ein neues Remake ist da. Chucky hat sich verändert. Das neben mir ist Chucky, wie wir 1988 kennengelernt haben in Chucky die Mörderpuppe. Im Original hieß er damals schon Child's Play und er hat diverse Fortsetzungen mit sich gebracht, insgesamt 6 an der Zahl und ist zu einem sehr großen Horror-Franchise geworden. So ist eben Chucky ein kompletter Begriff für die Horror- bzw. Film-Community und das ist vielen Leuten sauer aufgestoßen, dass jetzt Chucky eben anders aussieht. So, Chucky hat sich mehrere Jahre so durchgemordet, jetzt soll er anders aussehen und auch noch anders klingen. Bis dato hat Brad Dourif ihm die Stimme verliehen und jetzt auf einmal macht es Mark Hamill. Ja, ihr hört richtig, Mark Hamill, also Luke himself, spricht jetzt Chucky. Ich bin der Meinung, es wurde einfach wieder zu viel gemeckert. Das macht absolut Sinn. So, Chucky sich jetzt anzugucken in Child's Play, also das aktuelle Chucky Reboot, funktioniert auf diversen Ebenen. Es angefangen damit mit der Entstehungsgeschichte. Damals war es ja so, dass sich Chucky, der Serienkiller, durch einen Voodoo-Fluch-Zauber in die Mörderpuppe verwandelt und dort dann weiterlebt, um eben zu entkommen, zu überleben und weiterzumorden. Und jetzt ist es eben ein Programmierfehler. Chucky hat jetzt eben eine KI und entwickelt sich eben anders weiter. Weiter geht es eben jetzt, dass auch der Look natürlich angepasst ist und ein bisschen verändert wurde. Gerade wenn man neue Wege gehen möchte in dem Film, macht es meiner Meinung nach Sinn, das Kostümdesign zu verändern. Das hat man auch schon bei S gesehen, dass eben Pennywise anders aussieht, als es im Original ist. Ich finde, es macht Sinn, wenn es der Zeit etwas angepasst ist. Dass das Leute, die eben mit den alten Filmen aufgewachsen sind, sauer aufstößt, ist durchaus nachvollziehbar. Und selbst ich hatte die ersten 2-3 Minuten Probleme, Chucky so zu akzeptieren, wie er eben jetzt dargestellt wird. Auch die Stimme ist mir natürlich aufgefallen, hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich finde, Mark Hamill macht hier eine wirklich super Arbeit und verleiht Chucky seinen ganz eigenen Charme. Die Entstehungsgeschichte von Chucky ist ja jetzt eben ein bisschen anders, wie ich ja eben schon erzählt habe. Es ist jetzt, dass eben eine Kesslen Corp, ein Riesenmonopol mit technischen Accessoires, eben Chucky bzw. diese Buddy-Puppe herstellt und eben auch in diversen anderen Bereichen ihre Finger im Spiel hat, so dass Chucky jetzt eben viel, viel mehr Möglichkeiten hat, was eigentlich eine ganz coole Idee ist und auch definitiv ein kleiner kritischer Ansatz an der ganzen technischen Entwicklung aktuell ist. Diese ganze Kesslen Corp Geschichte hat jetzt einfach schon Potenzial für diverse Fortsetzungen und drumherum Geschichten, sodass da nachher ein riesen Universe draus werden könnte. Man weiß ja nicht, was die noch alles produziert haben. Und wer weiß, wenn eben so schnell eine Puppe Amok laufen kann, was nicht noch alles passieren könnte und würde. Eine Hauptänderung ist ja, dass Chucky nicht mehr von Grund auf böse ist. Und das Ganze funktioniert auch erstaunlich gut. Ich persönlich habe mich sogar mehrfach dabei erwischt, wie ich mit Chucky Mitleid hatte oder auch definitiv Sympathie für ihn entwickelt habe. Viele seiner anfänglichen Taten kommen gar nicht so von ungefähr und machen durchaus Sinn. So, dass das Ganze auch hier wieder einen definitiv kritischen Hintergrund hat und man eben hier auch wieder gewisse Sozialkritik übt. Das Ganze allerdings immer mit einem Augenzwinkern und niemals mit dem Holzhammer, so dass man irgendwie denkt, oh weia, jetzt wird hier aber mit dem Sozialdrama aufgeschwatzt. Generell muss man sagen, das Reboot funktioniert. Es ist kurzweilig, es ist lustig, es ist definitiv brutal und hat eine gute Härte. Die Geschichte ist zwar altbekannt, allerdings wird auch hier wieder etwas ein bisschen verändert, denn Schwerpunkt liegt hier jetzt wieder mehr auf den Kindern.
Ich finde das unfassbar gut und das Konzept hat ja auch schon bei dem ersten Remake funktioniert und eben Stranger Things, die das Ganze hervorgemacht haben, dass eben hier wieder wie in den 80er-Jahren-Filmen Kinder die Hauptrolle übernehmen und den Kampf gegen das Böse antreten. Das Ganze funktioniert und ich finde, das Ganze fängt den 80er-Jahre-Charme so ein bisschen ein, der eben damals auch in Chucky rübergekommen ist. Nicht nur die Kinder tragen dazu bei, sondern eben auch der Look und die Farbgebung definitiv. Der Film ist sehr zeitlos gehalten und dadurch, dass er eben Sachen aus den 80er-Jahren übernimmt, aber auch komplett neue Wege geht, finde ich, ist das eine sehr, sehr, sehr gute Mischung. Denn wenn man das Ganze auch so ein bisschen weiter verfolgt hat, hat man ja festgestellt, 2017 kam die letzte Original-Chucky-Verfilmung raus und jetzt eben hier das Reboot. Ja, das Reboot erfindet das Rad definitiv nicht neu, hat aber viele eigene Ideen und setzt diese gut um. Einfach mal darauf einlassen, dass man jetzt eben einen neuen Chucky sieht, neuen Chucky hört und eine komplett neue Geschichte drumherum sieht. Und wenn man das tut, dann wird man auf jeden Fall positiv überrascht. Am 18. Juli kommt der Film in die deutschen Kinos und ich kann den wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Mir hat der richtig Spaß gemacht. Ich fand den unfassbar unterhaltsam. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich den Film dem einen oder anderen hier schmackhaft gemacht habe. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr ihn gesehen habt. Und was war denn generell euer letzter Kinofilm? So, geht ihr überhaupt noch ins Kino oder seid ihr eher so die Fraktion Streaming zu Hause? Haut's in die Kommentare, dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, adios.